Ich bin letztes Jahr nach der Grafik damit angefangen, für den Laptop vorzuprogrammieren. Und zwar, da bin ich mit angefangen mit GPS, weil das ja bisher noch am einfachsten zu regeln war. Und zwar der Empfänger nicht, aber ich kann trotzdem mal das Protokoll schon mal zeigen, wie das aussieht von dem Empfänger. Dazu nehme ich mal hier meinen Befehl. Drücke USB Modem 38.400 ein. War das schon fix, oder? Bitte? War das schon fix, oder? Nee. Nein. Das würde ich vielleicht mal vorschlagen, du hast ein langes Kabel, häng das nochmal so ein bisschen Richtung Fenster. Meistens ist es ja, so, wenn du es erstmal extra mehr anderen. Ja, du nutzt dich jetzt hier. Das andere Mal. So, das sieht besser. So, das Protokoll, was der Empfänger liefert, kann man schon so ungefähr sehen. Also da liegt da noch keine Daten, aber man sieht das Protokoll schon mal, dass es überhaupt funktioniert, wenn man auf ist. Das ist NMEA, ne? Bitte? NMEA. Ja, das NMEA ist das. Das ist eigentlich simpel zu entschlüsseln, also nichts Wildes. Damit hatte ich am Anfang Anfang dieses Jahres habe ich damit angefangen. Ich hatte auch schon eine Screenbar-Klasse, die kann man jetzt leider nicht ersehen, schon darauf entwickelt, die also die Koordinaten auf dem Laptop anzeigen kann, schon in Echtzeit und auch selbstständig aktualisiert und so weiter. Und nur gesagt, kann man hier nicht sehen. Aber das nur mal so am Rande, das ist dann eher unwichtig. Das Wichtige sagen, kommen wir jetzt erst noch. So, ich habe mich Ende letzten Jahres und das gesamte dieses Jahres damit beschäftigt, mit Open Office Dokumente umzugehen. Und zwar erst mit Open Office Graphics und dann anschließend mit Open Office Presentation. Interessant finde ich allerdings jetzt Open Office Presentation, weil das bisher noch nicht entschlüsselt werden konnte. Und das habe ich jetzt geschafft. Und zwar, ich zeige euch meine Präsentation, die ich mit Open Office erstellt habe. Das zum Beispiel. Das ist original mit Open Office entstellt worden. Und das ist deswegen so schwierig, weil das sehr schwer zu lesen ist, das Format. Also es ist auch eine relative Leistung. Das ist das Vorschau davon. Und so passiert das hier quasi mit. Also das ist dann Open Office Viewer, das ist nur einfach ein Anzeiger nur in dem Fall. Den kenne ich, der wollte schon. Ja, naja, genau. Das brauchen wir eigentlich. Ja, das ist dann so Sachen. Also du könntest also eine Präsentation, die man Open Office erstellt könnte, also jetzt Open Office Viewer darstellen. Also. So, das ist aber auch nur noch Nebensache zu dem Projekt, was ich jetzt angefangen habe oder was ich jetzt fast beendet habe, besser gesagt. Denn ich wollte jetzt andere Sachen anfangen. Und zwar Scriba fangen wir an. Das ist jetzt eine ziemlich große Geschichte. Und zwar, ich habe mir zum Ziel gesetzt, endlich mal ein Programm zu schreiben, was auch Open Office Dokumente schreiben kann. Bisher habe ich mich nur damit beschäftigt, sich zu lesen. Und zu lesen war zu einfach für mich jetzt gewesen. Und ich wollte jetzt ein Programm schreiben, was sie auch schreiben und auch editieren kann. Und damit bin ich jetzt fast bis zum Ende gekommen. Und zwar, ich zeige euch mal ein Open-Office-Dokument, was ich normalerweise immer ständig benötige, ein Bewerbungsschreiben. Ja, das ist ein Open-Office-Dokument und da kann man echt hingehen und darum editieren. So. Und der Witz ist, ich kann es tatsächlich auch so wieder abspeichern. Und glaubt mir, das kann man in Open Office auch so wieder lesen. Also wenn ich jetzt Export zum Beispiel nehme und ich als Export OET nehme und 1, exportiert ihr das und dann seht ihr, es geht sehr schnell, dann taucht ihr ein Dokument auf. So, und wenn ich die Vorschau angucke,
Ne? Also das Dokument ist abgespeichert. Jetzt könnte ich jetzt also quasi mit demselben Programm wieder starten. Ne? Genauso und mit geänderter Zeile und drüber. Also ich könnte jetzt auch macOS starten mit OpenOffice, das wird exakt genauso laden. Ne? Also das ist das erste Programm unter macOS, womit man wirklich mit OpenOffice kommunizieren kann über das Dateiformat ODT. Das einzige Programm auf Amiga, was ihr wirklich mit OpenOffice-Dokumente beschreiben könnt. So, zu den Einzelheiten. Es verfügt über simple Formatierungssachen wie mittig, rechts und so weiter. Das sind ganz simple Sachen. Ihr könnt Wörter doppelt anklicken oder ganze Zeilen mit Triple-Click. Ihr könnt Schrift ändern. Ne? Ihr könnt jeden Buchstaben einzeln verändern. Ihr könnt also da zum Beispiel den Buchstaben vergrößern, einzeln. Und könnt auch das so in OpenOffice Text exportieren, weil das wird in OpenOffice auch unterstützt. Also das ist quasi alles 1:1. Ihr könnt das hin und her konvertieren, x-mal, funktioniert tadellos. Ohne Probleme, ohne Fehler. Ihr könnt auch die Farbe ändern, also so simple Formatierung einfach nur. Und all das, was ich mit Skiba ausführen kann, kann OpenOffice auch nahtlos wieder übernehmen. Ich habe hier eine einfache Rechtschreibkorrektur drin. Zum Beispiel, bis dann ein Dictionary ein. Und dann sagt er mir einfach, wo ist richtig geschrieben denn. Oder ich kann in mehreren Sprachen das überprüfen lassen. Man kann nebenbei gesagt die Wörterbücher von Firefox konvertieren in jenige für Spellchecker. Also das geht mit hier Dictionaries Convert. Hier gibt es in der Dateien mit der Änderung XPI für Firefox. Das sind Wörterbücher für Firefox und die kann ich dann konvertieren für Spellchecker, für mein Programm. Da ist extra eine Funktion drin, die das dann konvertiert. Also braucht man sich jetzt keine selber zu basteln, man muss immer nur welche haben für Firefox. Es gibt einen bestimmten Internet-Link, wo man die finden kann. Zu Hunderten und dann kann man die konvertieren einfach. Man braucht den nicht selber zu schreiben irgendwie. Hast du den Link irgendwo damit eingebaut oder so? Ja, sonst wäre da nochmal was für die Hilfefunktion vielleicht oder so, oder? Ja, das müsste ich aber erst raus tun. Habe ich in meinem Webbrowser habe ich die abgespeichert. Okay. Ja. Was noch eine ganz eine andere tolle Funktion ist, man kann Amiga Guide beschreiben. Die habe ich auch nur so nebenbei mit eingefügt. Aber ist doch nützlicher als alles, was es in Aminet gibt. Und zwar Amiga Guides. Es gab ja früher mal Amiga Guide Editoren, nur die waren Müll. Die waren echter Müll. Und Skriva hat das jetzt komplett geändert. Wenn ich jetzt Export Guide drücke, ne, produziert dann Amiga Guide. So, toll. Jetzt habe ich jetzt eine Seite mit Amiga Guide, aber habe nur eine Seite damit. Ich habe keinen Link drin, keine mehrseitigen Dokumente. Aber auch das gibt es in Skriva. Kein Problem. Und zwar ist das so aufgebaut, die Seite Nummer 1 in Skriva ist immer die Startseite, wenn man Amiga Guide startet. Um da mehr Seiten einzufügen, hängt man einfach Seiten dran. Also einfügen, Seitenumbruch. Irgendwie so was. So, exportiert nochmal. Als Amiga Guide. So. Toll. Aber wo ist die zweite Seite jetzt geblieben? Ist weg. So, jetzt muss ich ja irgendwie zur zweiten Seite hinkommen. Auch das geht ganz simpel mit Skriva. Ich gehe auf die erste Seite und füge einen Link hinzu. Beziehungsweise eine URL. Format, Hyperlink und sage einfach, auf welche Seite das Guide springen soll. Auf Seite Nummer 2 springen. So. Ihr seht jetzt, wenn ich das so lasse, ist etwas grau hinterlegt und das heißt, dass es ein Link ist. Und den Link kann ich
in dem Fall sogar doppelklicken und kann testen, ob der Link funktioniert. Wenn ich jetzt doppelklicke, dann springt er auf die Seite hin, wo er soll. So, also weiß ich damit, aha, das Guide wird funktionieren. So, ich exportiere mal eben Guide 3. So. Nun hat sich was geändert. Sieht plötzlich oben ein Link. Aus dem simplen Text hat sich plötzlich ein Link zu einem Link gewandelt. Und wenn ich den jetzt anklicke, habe ich plötzlich die nächste Seite wieder. Und so, in dem Prinzip, kann man hunderte von Seiten Guides schreiben, also beziehungsweise Guides schreiben, die mit mehreren hundert Seiten mit Links versehen sind und so weiter. Das kommt man bisher mit einem Editor eigentlich gar nicht. Das war unmöglich, sowas. So, man kann natürlich jetzt auch noch ganz andere Sachen machen. Man kann zum Beispiel jetzt ganz tolle Sachen, man kann jetzt komplett formatieren, den Guide, das Guide. Und zwar... So, man kann jetzt mit Absätze versehen. Die Sachen, zum Beispiel, man kann eine Sache fett schreiben, eine Linie drunter schreiben und einmal kursiv schreiben. Und ich setze hier die Zeile. Und all die Formatierungen sind übernommen von Spiber. Ich exportiere mal eben. So. Und ihr seht, er hat die Formatierung übernommen. Er ist zentriert, einen Unterschrift verpasst und hat die Schrift eben fett geschrieben. So, man kann also bis auf die Schriftgröße, die Schriftfarbe und die Schriftart kann man quasi alles übernehmen. Also, man kann schon durchaus komplexe Sachen mitschreiben. Ich zeige mal eben kurz ein Beispiel, wie sowas mal aussehen kann. Mit mehrseitigen Dokumenten. So zum Beispiel. Das ist dann, was ich dann so mal nebenbei geschrieben habe, mit Skriber zum Beispiel. Also so zentrierte Schrift oder... diesen Tabulatoren, zum Beispiel Tischtabulatoren, werden auch unterstützt von Scriber, die werden automatisch eingefügt. Fettschrift und Unterstrich, also kann man einbauen. Und da kann man durchaus ein relativ vernünftiges Guide mitschreiben, ohne dass man jegliche Kenntnisse über den Textaufbau haben muss seinem Guide. Weil das ist doch relativ kompliziert. Wenn ich euch das mal zeige, dann steht da vielleicht, wie kompliziert es eigentlich ist, dieser Aufbau von einem Amiga-Guide. Ja. Wenn man das also wissen will und vor allen Dingen, dass man das auch korrekt schreibt, dass das Ding auch korrekt dargestellt wird, dann ist doch eine ziemlich schwere Sache. Oder wenn ich mal von einem das mal darstelle von meinem anderen Guide. Ja. Das ist schon ziemlich kompliziert zu verstehen. Und das Ganze ergibt einfach das Amiga-Guide-Format. Einfach das ergibt es dann. Das ist also, wenn man das also manuell machen will, dann pro Smarter, da sitzt man schon eine Woche dran an einem Amiga-Guide, wo man mit Skriber quasi eine Minute verbraucht oder zwei Minuten verbraucht. Man tippt da irgendwie Skriber-Wand ein, explodiert als Guide und man braucht sich um ein anderes nichts kümmern mehr. Das geht sehr flott und auch sehr gute Übertragung. So, jetzt habe ich gestern Nacht eben noch was anderes schnell eingebaut. Und zwar, kann ich jetzt so testen. Jetzt seht ihr, dann erscheint eine kleine Hilfefunktion. Das ist dann die Code-Jobs-Library, die jetzt da aufgerufen wird und die erzeugt dann eben ein kleines Fenster. Und dieses Fenster ist ein zweiter Prozess und arbeitet unabhängig von dem eigentlichen Programm. Also da könnt ihr
Also da kann ein riesengroßes Wetterbuch sein, ihr könnt immer noch weiterarbeiten mit dem Programm. Ne? Und jedes Mal, wenn ihr irgendwo doppelklickt, erscheint der Text. Oder das mache ich zum Beispiel, wenn ich ein gefundenes Wort habe, kann auch so eine Liste erscheinen zum Beispiel. Ne? Also mit Vorschlägen, was man so eintippen kann. Man ist zwar stückbar oftmals nicht, aber ich kann hier nur nachher schon, nach der Special Calibre immer nur richten, was die da rausfindet immer. Also, ob es so nützlich ist oder nichts, ist dahingestellt. Und das kann ich aus dem Fenster auch rauskopieren und einfügen, mein Text? Hier nicht, aber ich kann das zum Beispiel mal prüfen in Deutsch zum Beispiel. Ja, und dann ist hier eine Liste und da kann man es echt rauskopieren, meinetwegen, dann wird automatisch der Text ersetzt. Ja. Aber könntest du nicht gleich die Liste mit der Auswahloption anzeigen lassen, statt erst eine Liste? Ja, kann ich, aber ich habe das erstmal nur so dahin gebaut. Also, könnte jetzt also statt eine Textaufliste, könnte ich eine richtige Liste einbauen, wo man anklickt und dann wird der Text automatisch ersetzt. Also, genau. Hier geht das, kein Problem. Nur ich weiß nicht, ob das so nützlich ist, ob man es gebrauchen kann. Ja. Ja. Ich meine, wenn dann eine Liste ist, ja. Und dann muss ich erst eine zweite Liste aufmachen, wo ich da reinklicken kann, dann wäre ja besser, wenn ich gleich in der ersten das anwählen kann. Oder sich einen Klick auf diese Liste halt eben automatisch die andere öffnen lassen. Ja, ja. Ich hatte das nur gestern Nacht eben so schnell eingebaut. Ja, klar. Wenn man da jetzt auf Post klickt und dann wäre das getauscht, das wäre ja eigentlich das, was man dann auch gerne hätte. Ja, das habe ich ja dann, was man dann eher gebrauchen kann. Ich habe jetzt hier Wörterbücher mit separaten Einträgen oder mit dieser Funktion wird vorher schon beim Programmstart das Wörterbuch geladen und dann ist der Text sofort da. Ja, also. Also mit dem Anklicken ist eigentlich nicht schlecht, wie gesagt, aber dann soll man am besten das so machen, ja, dass man direkt aus der Liste das auswählen kann. Oder? Ja, das ist kein Problem. Dass im Prinzip das andere Fenster automatisch öffnet, wenn ich da eingestellt habe, Deutsch, dass er automatisch eigentlich das deutsche Fenster öffnet. Naja. Ja, aber das war nur ein Versuch. Ich weiß ja nicht genau, was alles so nutzbar überhaupt ist da im Programm. Ich hätte sonst ein paar Sachen wieder deaktiviert im Programm. Aber man kann im Moment noch einzelne Wörter prüfen, jetzt mit Rechtschreibung, nicht den gesamten Text oder? Nein, das geht nicht. Also, weil ich habe schon beim Programmstart gemerkt, wie lange er braucht, um ein Wörterbuch einzuladen. Und das würde er bei jedem Wort brauchen, wird zu lange dauern, dann, ne? Um das den Text zu prüfen. Ne? Und wenn ich mehrseitigen Text habe, dann würde er dann eine Woche brauchen, um ihn durchzuprüfen. Ne? Okay. Ja, also das dauert dann zu lange. Ich kann immer nur gezielt über einzelne Wörter testen. Ja. Was gibt's noch? Er formatiert losen ASCII-Text selber. Also wenn ich jetzt Text importiere, dann wird er immer auf 40 Zeilen Länge formatiert und macht dann selbstständig Page Breaks ein. Das heißt also, der formatiert dann auf mehr Seiten hinaus den Text. Ne? Und kann ich dann daraus ein PDF bauen? Das ist die Standardfunktion. Das macht dann nur so nebenbei eben mal. Dann kann man aus dem Readme von Morpheus ein sechsseitiges Dokument basteln. Eben. Das geht in mehreren Sekunden dann so einfach. Oder in dem Zusammenhang kann man auch Folgendes machen. Man kann es automatisieren, die Geschichte. Kann das jetzt automatisieren, dass man selbst ein PDF drauf bastelt. Man kann also aus dem Dokument ohne Umwege über die GUI PDF bauen. Ne? Ohne dass er die GUI überhaupt geöffnet, macht er direkt aus dem Dokument ein anderes Dokument. Also er konvertiert quasi direkt hin und her. Das heißt, man kann aus OLT-Dateien ein PDF bauen oder aus OLT-Dateien wieder eine OLT-Datei machen und so weiter. Das nennt sich Crossover und Conversion oder Konversion. Aber da muss er ja erstmal die Datei prüfen können. Die kennt er.
Das war das bei der Installation von Scriba gemacht oder muss man das händisch anpassen? Oder? Nein, das macht er intern. Also unbekannte Dateien wird das Text gehandhabt. Mhm. Was er meinte, war glaube ich, dass das in den Kontextmenüs bei Bauforce vorangehend auftaucht. Genau, das ist ja standardmäßig nicht drin jetzt. Also wenn ich jetzt Scriba installiere, ach so, nein. Das muss ich dann erstmal einbauen. Ja, das ist ein. Ja, die Konvertierung erfolgt dann über selbe Stellbefehle. Also gibt eine Stellzeile ein in den Kontextmenüs und dann konvertiert er die Dokumente automatisch hin und her. Also ein Format in das andere Format rein. Ohne dass man die Oberfläche überhaupt nur zu sehen bekommt. Und dann gibt es noch eine weitere Besonderheit jetzt. Er kann mit DocX-Dokumenten umgehen, Scriba. Das ist auch das einzige Programm, was das kann. Und DocX-Dokumente, die werden jetzt in neueren Word-Versionen auf Windows standardmäßig produziert. Und zwar, ich zeige das mal eben. X. So, das ist hier ein DocX-Dokument. Ja, ein simpel nur, aber das ist schwer zu dekodieren, also die Instrumente. Und er kann von DocX dasselbe importieren, was Scriba selber kann. Er kann Textformatierung, Anzahl, also Seitenumbrüche, alles so erkennen. Er kann sogar Bilder laden aus DocX-Dokumenten, also Tabellen? Nein, Tabellen nicht. Also, kann auch eine UDT-Datei nicht erkennen. Ne? Ein Tabellen ist eine ganz andere Geschichte, weil das ist ja die Tabellenmaschine aus unterschiedlichen einzelnen Textobjekten. Und das passt immer nicht. Da bin ich also mit Scriba quasi dann falsch angefangen damit. Ja, aber selbst DocX-Dokumente könnte man dann editieren. Also könnte man handhaben wie ein stinknormales Objekt. Also wie ein normales Dokument. Ne? Wenn also jemanden ein DocX-Dokument gibt, kannst du eben importieren und kann man das eben editieren und das und als ODT-Datei wieder abspeichern. Und dann aber nicht als DocX-Datei wieder abspeichern, das geht nicht. Nein, das Format ist so schlimm aufgebaut, also lesen kann ich das, aber schreiben ist eine Katastrophe, geht nicht. Also, wer sich mit dem mal beschäftigt hat, der weiß wohl, dass er also typisch Windows-Schrott ist, was da produziert wird. Habe ich mal mit einem Programmierer von der Amiga Writer von Hagel und Partner gesprochen. Ja. Die waren ja, glaube ich, damals auch so die ersten, die dann irgendwie mit den Windows-Formaten dazu rande kamen. Bei Microsoft gerade, weil sie damals ja diese Klage in den USA an der Backe hatten, mussten sie gerade mal die ganzen Formate freigeben. Ne? Und der meint auch, wenn mir ein Microsoft-Programmierer, der den Scheiß entwickelt hat, irgendwann mal nachts beim Mondschein über den Weg läuft, ne? Dann gibt's Tode, sagt er. So ein Müll. Naja, und noch eine Kleinigkeit, und zwar habe ich dann, was ich auch selber brauche, ist ein automatisiertes Datum, habe ich hier eingebaut. Das ist eigentlich nur für meinen eigenen Gebrauch, aber wer es gebrauchen kann, gut. Das ist, und zwar habe ich hier die Möglichkeit, Platzhalter einzufügen. Datum. So. Das ist nicht nur so, dass er irgendein Datum einfügt, er fügt immer das aktuelle Datum ein. Das heißt, wenn ihr Dokumente schreibt, mit diesem Platzhalter, hier wird jeden Tag ein ganz anderes Datum auf der Seite plötzlich erscheinen. Und jedes Tag wird ein anderes Datum ausgedruckt, wenn ihr was drucken müsst. Und das kann ich gebrauchen, wenn es ihr gebrauchen könnt, bitteschön. Also es ist kein editierbarer Text, sondern das ist einfach quasi ein Zeichen als Platzhalter. Und ihr seht einfach nur das Datum. Und ja, das Datum ist lokalisiert. Das heißt, ein User in Amerika sieht eine andere Formatierung als ein User in Europa. Ne? Beziehungsweise oder ein User in China sieht wieder ein anderes Datum. Oder eine andere Formatierung. Also das ist schon lokalisiert. Also das fragt dann vorher die Lokalisierung in Morpheus ab und dann formatiert er dementsprechend das Datum. Also insofern ist es schon vorgesorgt. Kann man irgendwo einstellen, ob es das Kurz- oder das Langformat ist, ob ich das Jahr 2 oder 3 stellen kann? Ja, das hängt da von der Lokalisierung im MorphOS ab. Also, dein Programm hängt sich bei MorphOS rein und holt sich von dort das Datum und dein MorphOS hat es selber formatiert. Also, ich hole mir nur das Endergebnis davon ab. Und das ist dann eben dieses Datum.
Und in England sieht es eben immer anders aus, oder in Amerika. Ne? Ja, was haben wir noch? Also aus komplexen Formate, komplexe Texte importieren, oder irgendwie Fließtext oder was, irgendwelche Objekte rufen? Ja, 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 ja. Kannst du mal Bilder laden, also. Nein, das ist nicht, ich nicht da. Ja, ich habe einen Bild auf dem Spistik, habe ich hier nicht drauf. Moment. Ja. Ja. Im Eigen. Ja. Hintergrundbild. Ja, ich habe. Ja, richtig, genau. Im Hintergrund kann ich einfügen. Ne? Das wird dann auch. Das wird also auch exakt so wieder exportiert in ODT. Also ODT schützt das nämlich auch. Haben wir vorher auch nicht gewusst, dass das ob es kann, in, also in Textdateien so Bilder dazufügen, aber das geht tatsächlich. Man muss die Funktion in OpenOffice aber suchen. Man kann die nicht so einfach ohne weiteres finden da. Das dauert eher ein bisschen länger, bis man die gefunden hat. Ansonsten kann man aber Grafiken einfügen, JPEG-Grafiken oder. Ja, ja, eben, das tue ich mal eben. Dann kann man das so sehen. Und zwar ist jetzt hier getrennt: einmal Bild und Hintergrund. Und das ist in dem Fall ein Unterschied. Mhm. Ein Bild kann man verschieben, ein Hintergrund eben nicht. Hintergrund ist fix. Und so wird es auch in OpenOffice gehandhabt. Also ich habe mich viel oder sehr nach OpenOffice gerichtet. In dem Fall. So, jetzt habe ich ja, zwei Kontexte. Und zwar einmal den Textkontext, da kann man nur mit schreiben. Und einmal den Bilderkontext, da kann man nur die Bilder mit und her schieben. Das habe ich so gemacht, weil das normalerweise wird das in OpenOffice ganz anders gehandhabt. In OpenOffice sind das alles Objekte und wie zum Beispiel jetzt in Tabellen ist es so, da gibt es meinetwegen 30 Objekte und da kann Objekte entweder Text enthalten oder Bilder oder Vektorgrafik. Das ist in OpenOffice jetzt. Und bei mir musste ich jetzt ein bisschen klein wenig tricksen, da habe ich jetzt quasi zwei Objekte. Ein enthält nur Text und kann auch nur Text enthalten und das andere Objekt kann auch nur Bilder enthalten. Aber ich habe mir jetzt die Option vorbehalten, dass man da auch noch Vektorgramm einbauen kann und sowas. Also, das ging auch noch. Kann ich das Bild denn jetzt oder den Text um das Bild drüber rumfließen lassen? Ja, das geht. Das geht. Aber hier eine Funktion, das sieht in Echtzeit, kann man den Text also jetzt hin und her schieben. Wow. Ja. Cool. Also er ist primitiv, gegenüber von OpenOffice ist die noch primitiv, aber funktioniert tut es schon mal zumindest. Ja, das läuft gerade fix. Ja, das ist MorphOS. MorphOS, das ist Freude ist das. Gibt das einfache Bildbearbeitungsfunktion, wie zum Beispiel das Bild zu drehen jetzt? Ja, ja. Ja. Habe ich hier unten also nur die Grundfunktion. Also ja, okay, das reicht. Skalierung, kann skalieren. Und das ist hier jetzt asymmetrisches Skalieren. Wenn ich jetzt symmetrisch skalieren will, brauche ich nur die Shift-Taste zu drücken gleichzeitig. Wie bei OpenOffice. Ja, genau. Exakt so. Und dann wieder kann er nur wirklich nur symmetrisch vergrößert werden. Oh, das ist schön. Ja. Kann auch so mal rotieren. Also, wow. Also nur, dass das jetzt anders, da packe ich nicht auf Punkte, sondern auf der Fläche von der Grafik drauf. Und dann der Pfeil weist praktisch den Weg. Der weist immer nach links und nach rechts. Und bei der Skalierung, dann sieht man, dass ein diagonaler Pfeil ist. Ja. Dann muss man eben der Richtung eben hantieren. Also bei Bewegung sieht man auch in allen Richtungen, kann man sich bewegen. Dasselbe kann man natürlich auch hier unten manuell eintippen. Ne, also kann man irgendwelche Zahlen da eintippen. Das könnte die Grafik irgendwo anders hinnehmen. Das ist also, beziehungsweise verändert man die Größe, die Drehwinkel und so weiter. Dann, verloren. Ja, ist weg. Ja. Wenn ich da jetzt eine Grafik einfüge, zeigst du ja unten die Maße auch an, zum Beispiel Höhe mal Breite. Wenn ich jetzt zum Beispiel 5x5 cm einfüge und das dann ausdrucke, ist das dann auf dem Ausdruck auch 5x5 cm? Ja, ja. Yes, exakt. Ja. Kann das eigentlich schon alles?
Ja. Ja, das ist also das ist ein Minimum ungefähr, was das kann jetzt. Ja, bei Ihnen mit Karte zeigen. Also man kann hier wirklich exakt arbeiten. Also der Ausdruck auf einem PostScript-Treiber ist wirklich exakt auf Millimeter. Nur der mit Tuchel eben nicht. Tuchel kann ich bei mir nicht richtig testen. Der gibt dauernd fehlerhafte Sachen raus und kann nur so Pi mal Daumen programmiert mit Superprint. Konnte immer nur hoffen, dass er keine Fehler mehr dazu kommt von einem User. Aber sonst kann man einfach Tuchel bei mir nicht testen. Ich habe zu Hause einen Farblaser und da drücke ich mit PostScript und dann hole ich kein Tuchel ein bei mir. Scheint mir sowieso irgendwie ein bisschen buggy zu sein, das Tuchel. Ja. Achso, eine ganz wichtige Funktion, ich habe ja auch Zoom drin. Ich kann also jetzt Seiten rauszoomen und reinzoomen und bewegen kann ich mit Control und der Maus. Kann ich hin und her bewegen. Und ich kann reinzoomen in das Bild. Also, boah, psychedelic. Ja. Lass mal cool. Und ich kann dann auch beide arbeiten, ganz normal. Also das ist die Oberfläche ist die Editor-Oberfläche passt automatisch den Zoom an. Das heißt, ich kann zu jeder beliebigen Zoom-Stufe oder mit jeder beliebigen Zoom-Stufe auch arbeiten. Also die Fasser passen sich automatisch der Größe an. Immer. Kurz innehalten. Bisschen. Ja, ich habe also noch sagen, ist also ich habe eine Tabulatoren, die werden mit Tab-Taste aufgerufen. Ja, also kann da beliebige Tabulatoren sind identisch zu der in OpenOffice. Also die werden auch komplett mit übernommen. Ich habe unterschiedliche Schriftformate, ja, also DIN A3, 5 und 6, beziehungsweise 4 auch noch. Ja, also Hoch- und Querformat gibt es dazu noch. Ist also alles in Echtzeit. Ja. Jetzt kann ich Listen. Ja. Textlisten kann ich gleich noch vorführen. Ja, kann ich also ein Listenattribut einbauen. Ja. Und die Listen werden auch in OpenOffice übernommen. Genauso wie sie da stehen. Also sieht man, jede Zeile wird automatisch zu einem Listeneintrag gemacht. Ich kann jetzt auch einzelne Listeneinträge abändern, indem ich die markiere. Format Listenzeichen. Statt einen gefüllten Kreis kann ich gefülltes Quadrat nehmen und kann ich hier abändern. Und genauso erscheint es in OpenOffice auch. Also OpenOffice kann das auch, was ich drüber kann. Also wie das dort exakt so exportiert. Kann man das jetzt auch noch einen weiter rüber rücken? Ja. Ich kann nur markieren und werden die. Den zweiten um einen Tab weiter nach rechts. Ach so, nein, das geht nicht. Ach so, ist nur dann immer untereinander so ein. Ja. Okay. Das macht übrigens auch so. Also diese Versatz, muss man schon in der Funktion, um die zu finden. Aber standardmäßig, wer es nicht weiß, der macht das mit, dann macht es mir genauso wie hier auch. Ja? Nur mal links, rechts oder zentriert. Achso, ja, und dann wichtig ist, die F12-Taste ruft eine kleine Statistik auf. Du kannst die Anzahl der Worte und Zeichen und Zeilen zählen automatisch. Ja? Ja, und die Taste F12, die toggelt, die kann also immer hin und her schalten. Die Funktion. Ja, so. Das ist eine kleine Nebenarbeit. Ja, dann hier oben sind ein Schnellauswahl-Button. Also wenn man immer schnell ein Dokument komplett als PDF exportieren will, muss man den Button drücken. Oder wenn man ein Dokument komplett drucken will, dann nimmt man den Button. Könntest du das ein bisschen runterziehen? Ja. Ja, also hier sind alles Schnellauswahl-Button.
Und wenn man das gezielt exportieren will oder gezielt drucken will, dann muss man hier oben hinklicken. Dann kann man von Seite bis Seite drucken, wenn es also mehrseitige Dokumente sind. Ne? Oder drucken von bis geht dann, ist dann möglich. Dann. Und das ist dann auch übernommen von Office. Das habe ich dann so alles so weit übernommen, wie weit es geht. Hier gibt es noch zu sagen, die Metadaten. Auch die werden übernommen. Ne? Kann ich euch nicht zeigen, wo die in Office jetzt auftauchen. Also dann müsste ich Office jetzt direkt starten. Ne? Aber die können gelesen und auch geschrieben werden wieder. Ne? Weiterhin noch zu sagen ist, das Kiba unterstützt Sessions. Das heißt, ich kann Sitzungen speichern. Und in Sitzungen werden automatisch komprimiert. Das heißt, wenn ZIP komprimiert, sodass also ein bisschen mehr Platz mehr entsteht. Und wenn die Sitzung laden will, gibt es zum Beispiel die eine Möglichkeit, das so zu laden, dann kann man anhand die Sitzung anhand des Datums und der Uhrzeit genau sehen, welche Sitzung man zuletzt gespeichert hat. Das ist ja die eine Möglichkeit. Man kann die Sitzung laden zum Beispiel so. Man kann auch anders. Das Kyber mitteilen, dass man es beim Starten lesen haben will. Beim Starten fragen. Ne? Fragen und beim Ende fragen. Dann geht das Kyber nämlich her und fragt nämlich beim Starten, ob er die letzte Sitzung wieder öffnen soll. Und wenn man dann Ja klickt, dann lädt er die letzte Sitzung wieder ein. Und kann man praktisch da weitermachen, wo man aufgehört hat. Und wenn man sagt, ich habe keine Lust mehr, und wenn wir es beenden, dann sagt, bevor wir beenden, sagt er, willst du die Sitzung einfach speichern? Dann dauert es im Moment in der Schließsitzung. Und dann kann man am nächsten Tag quasi mit der Sitzung weitermachen. Ja, und die Sitzungen werden, wie gesagt, auch komprimiert. Und wir halten all das, was Kyber auch übernimmt. Auch Bilder, Texte werden übernommen. Also die Sitzungen sind sogenannte Transportformate, die halten alle Daten. Und man muss keine Angst haben, dass man Bilder plötzlich nicht mehr wiederfindet oder Bilder nicht gefunden werden, dass das manchmal möglich ist. Wo ist denn jetzt der Unterschied, ob ich jetzt das in der Sitzung speichere oder ob ich einfach das Dokument speichere? Ja, in der Sitzung musst du nicht wissen, wie das heißt. Okay. Du musst höchstenfalls die Uhrzeit wissen. Mhm. Aber wenn du es automatisch machst, dann, dass du beim Beenden des Programms die Sitzung speicherst, da brauchst du auch gar nicht mehr wissen, wie es heißt. Mhm. Dann beim Starten weiß Kyber automatisch die letzte Sitzung und du lädst sie wieder sofort. Und kannst du die Position des Cursors ist dann auch genau an der Stelle, wo man zuletzt war. Mitten im Dokument, am Anfang. Ist immer am Ende des Textes. Man schreibt, wenn man schreibt, dann schreibt man am Ende des Dokumentes weiter wieder. Na gut, wenn man eine Sitzung, wenn man mittendrin was editiert speichert das Ganze dann und würde dann die neue Sitzung wieder starten, ist der Cursor mittendrin wieder? Oder nein, am Ende. Immer grundsätzlich am Ende. Achso. Und hast du so eine Rückgängig-Funktion auch drin, wenn ich jetzt zum Beispiel... Das wäre die Sitzung. Bei Undo selber wäre da zu schwierig eingebaut, viel einbauen zu gewesen. Und da ist die Sitzung, eine Sitzung ist das eine einfache Sache. Man muss ja nur, entweder lädt man so die Sitzung ein oder man wählt eben eine Sitzung, die man haben will, so aus. Man weiß, ich habe an dem Tag zu der Uhrzeit die Sitzung gespeichert, dann brauchst du nur eben zu laden. Ja. Gibt es einen Automatismus für das Speichern der Sitzung? Man kriegt alle 5 Minuten die Sitzung speichern? Ja, könnte ich einbauen, aber man kann ja hier oben im Speichern drücken und dann wird die gespeichert, die Sitzung. Ja? Und zack, ist sie weg. Man kann also nächsten Tag wieder aufrufen, die Sitzung. Ja? Ja, dann wird die vielleicht dann noch Knopf oben in der Menüleiste und die Sitzung einfach aufrufen. Mhm. Ja, das ist. Das wäre das Problem. Ja. Toll. Ich wollte jetzt noch eine Vorschau geben auf die nächste Projekt, weil ich wollte das Kyber erstmal auf Eis legen und so weiter. Weil ich wollte mich darum kümmern, dass der Laptop noch mobiler wird als mobil. Und zwar wollte ich darum kümmern mit dem GPS-Empfänger und mit Routenplaner beschäftigen. Und zwar, ich hatte ja schon eine Software geschrieben, nennt sich Mercato View, die konnte Straßenkarten anzeigen. So, ich wollte das Projekt jetzt aufleben lassen und neu schreiben, dass die Straßenkarten in Echtzeit anzeigen kann und auch den Empfänger dort abbilden kann. Also das Abbilden auf der Karte konnte sie bereits, nur das Projekt war noch zu langsam für Echtzeit. Und ich würde jetzt darauf hinarbeiten, dass im nächsten Jahr bei Planfield ihr also einen Routenplaner auf Office sehen werdet. Mit Vektorgrafikkarte
und so weiter ist. Also mit, und dann auch mit kompletter, also, dass er wirklich so eine Route durchkalkuliert und sie ja, dann ja. so richtig ja, ja. Zeit, ne? Ja, ja. Cool. Denn das gibt es ja bereits in den OpenStreetMaps, ist ja sowas schon integriert. Ich musste die Daten lesen. Und ja. Der Cutter-View konnte es eigentlich noch gar nicht. War nur ein bisschen eher primitiv und zu langsam. Und mit dem neuen Morpheus 3.1, mit der neuen Cairo-Library und so weiter, die jetzt doppelt so schnell ist wie die andere, kann ich es jetzt alles in Echtzeit verwirklichen, dass in Echtzeit alles durchgerendert wird. Navit ist ja so ein Open-Source-Navigationsprogramm zum Beispiel. Ja, 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 genau. Kann man vielleicht das ein oder andere ja, rausziehen. Ja. Also könnt ihr vielleicht schon nächsten Programmschritt schon mal sehen oder was. Spitze. Ja. So, das jo. War es von meiner Seite. Gibt es Fragen von eurer Seite? Und für Spivas jetzt keine weiteren Pläne für die Zukunft? Oder? Ja, ich würde erstmal auf Eis liegen, wie gesagt. Also